Tagelang streitet die Große Koalition darüber, ob der Chef des Verfassungsschutzes rausgeworfen gehört. Die Bundesregierung droht daran zu zerbrechen. Am Ende einigt man sich darauf, dass Hans-Georg Maaßen nicht rausgeworfen, sondern befördert wird und alle sind glücklich und zufrieden. Man kann kein besseres Beispiel mehr für Politik finden, die kein Mensch mehr versteht. Seit Maaßen sich zu den Geschehnissen von Chemnitz geäußert hat, ist er von vielen Politikern verunglimpft, geschmäht, beschimpft, zu einem Sympathisanten der Rechtsradikalen erklärt worden. Seine Verdienste im Kampf gegen den Terrorismus hat niemand mehr erwähnt. Wenn er jetzt aber nicht rausgeworfen, sondern befördert wird, dann wären nach normalen Maßstäben eigentlich einige Entschuldigungen fällig. Denn wieso sollte man einem angeblich so gefährlichen Mann wie Maaßen die öffentliche Sicherheit im Innenministerium anvertrauen? Aber diese Entschuldigungen werden natürlich nicht kommen. Das macht umso deutlicher, es ging nie um Maaßen. Es ging um Macht und gigantische Egos in der großen Koalition, die zu nichts wahrlich Großem mehr imstande ist. Ausgetragen wurde dieser piefige und zutiefst unpatriotische Streit ausgerechnet bei dem Thema, was die Menschen in Deutschland am dringlichsten gelöst haben wollen. Migration, Kriminalität, die steigende Radikalisierung in unserer Gesellschaft. Das Einzige, was an dieser großen Koalition noch groß ist, ist der unbedingte Wille, weiter zu wursteln.